So, Freunde, Hallöchen, Brüchen, ich bin's wieder, euer Dennis hier am Start. Jawohl, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von OMSI 2, Hamburg Tag und Nacht. Wie versprochen, was ich schon erwähnt habe in der letzten Folge von der Innovationslinie 109, dass wir heute mal mit einem Nachtbus fahren, Freunde. Und zwar vom Rathausmarkt aus nach Bahnhof Altena. Jo! 0:16 habe ich den Fahrplan schon eingestellt. Jo, und dann einfach mal jetzt umdrehen hier, beziehungsweise einmal um Pudding gehen. Und zwar fahre ich heute mit einem kurzen Niederflurbus von der Generation Van Hol, Freunde. Extra für euch. Mal gucken, was das Ganze halt dann ergibt. So, warte mal, Scheiß haben wir einfach mal hier. Muss man auch mal ganz ehrlich gestehen, dass ich diese Generation noch nicht gefahren bin. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein scheiß Quietschen hier? Quietschhähnchen, wie geil. So. Miep, miep. Oh, das ist ja der Blinker. Auch nicht schlecht. Cool. Bus ist zu dunkel. Hallo, Alter. Mann. Stopp. Oh, ist ja noch ein Streifenwagen für Streifenwagen. Alter, warte mal. Freunde, ich muss eben mal kurz mal gucken eben. Im Fahrgastraum. Nicht da vorne, hier hinten. Hallo. 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 Hä? Was? Ha, es geht doch. Es geht doch bei Roller. Wunderbar. So, jo. Dann nach vorne wieder. Und los geht's. Oh, der Blinker ist ja cool. Wah. Muss man hier aufpassen. Bullenwagen halt, würde ich gerade sagen. Nicht an Ecke. Ansonsten kriege ich ja noch einen Strafzettel aus Klopapier und nee, danke. Ich bin so für Charmin. Gut. Aber der Blinker ist ja lustig, ey. Cool. Wie geil. So, wir haben ja keinen Gelenkbus heute. Aber der Motor hört sich auch cool an. Eben mal hupen. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Kätzchen, nur mit dir. Ganz ich so gerne hier. Kätzchen, ich hab dich so furchtbar lieb. So, kommen wir mal an die Haltestelle ran hier. Wow, ich muss aufpassen in den Krankstein. So, dann hüpft mal rein hier, ihr kleinen Pussis. Moin, moin. Moin, moin, Zwerg. Aber ist ja auch ein Treppenbus, Freunde. Also, jo. Dann würde ich mal sagen, nicht lange warten. Ich hoffe mal, der Bus hat auch einen Ibis, aber nicht. Nö. Nope. Gut, dann würde ich mal sagen, scheiß auf die paar Minuten, ne? Weil ich habe eben auch vorhin gerade mit der Aufnahme begonnen, wo ich den Fahrplan halt schon erstellt habe, Nachtbus. Und jo, müsste jetzt wahrscheinlich 3 Minuten drüber sein. Zumindest 3 Minuten zu früh, Freunde, aber gut, egal. Scheiß drauf. So, nächster Halt, Jungfernstieg. Übergang zu Linie 1 und 4 und zu Linie S3. Ich kann sagen. S3, S1 und halt die ganze. So, warten wir jetzt auf die Ampel, bis wir eine grüne Welle bekommen. Das Blöde ist halt, der hat keine automatische Haltestellenbremse. Macht aber nichts. Ach ja, der Blinker, Freunde, der ist echt cool. So. Und hier muss bestimmt hoffentlich gleich mal grün sein. Hallo. Schweißfuß. Hallo. Mäuschen? Ja, das ist ja jedes Mal so. Wenn man anhält, springt die Ampel gleich auf grün. So, dann wollen wir mal, Freunde. Ja. So, brauchen wir gleich hier da vorne nicht anhalten. Da gibt es eigentlich die Haltestelle für den Nachtbus. So, wir gehen hier mal rein und da raus und nicht. Alles klar, ich halte mal trotzdem an hier.
So. Nö, tatsächlich. Hinten mal gucken. Nee. Nee. Stimmt. Also, los geht's. Nächster Halt. Gänsemarkt. Übergang zu Linie 2. Lauf! Ach du Scheiß-Pussel-Menko! Scheiße, drauf, echt. Hauptsache der Spaß ist da, Freunde. Vor allem ist es eh nur eine Simulation. Aber ich wollte auf jeden Fall mein Versprechen einfach mal einhalten. Was ich gesagt habe in der letzten Folge. Dass ich einfach mal mit dem Nachtbus mal fahre. Oh, gelb, okay. Kann man noch rechtfertigen. So. Dann gleich mal links da hoch zum Valentinscamp. Moin, moin. Guten Tag. Tag. Was denn nun? Rein, raus, rein, raus. Alter, hier ist eben gerade was explodiert draußen. Wahnsinn. Boah. Alter. Hab ich mich eben verjagt. Das ist wahrscheinlich ein Reifen vom LKW gewesen, keine Ahnung. Na gut. So, da wollen wir mal rüberziehen. Zur linken Seite. Aufpassen, dass hier kein Auto kommt. So. Da, der blinkt als geil, ey. Miep, miep. Von die Hupe. Nächster Halt, Dragonerstall. Alter, schon wieder Explosion, ey. Freunde, aber ich möchte jetzt nicht wirklich unterbrechen. Wahnsinn. Einfach mal sagen, ne? Dass ich immer die Aufnahme abbreche und jo Freunde, bis später, halt, haut rein, ich bin gleich wieder für euch da hier ab Dragonerstall. Ciao. Ja, meine lieben Freunde, es tut mir echt ganz toll leid, dass es heute leider nächstes Mal auf der ganzen Folge von der Linie 688 wie versprochen geworden ist, weil es gab eben gerade vorhin zwei Explosionen hier vor der Hausdorfer Straße unten. Ich habe auch mittlerweile herausgefunden, weil ich kurz mal bei der Polizei angerufen habe und mal einer zuständigen Wache gefragt habe, warum das Geknalle hier ist. Und zwar ist ab und zu mal hier mal ein Streifenwagen und die jagen halt beschlagnahmtes Asservat, also Sprengstoff und Munition hier in der geeigneten Gegend in die Luft. Also Freunde, wenn ihr einen Daumen runter machen möchtet diesmal, macht das gerne. Ich werde es auf jeden Fall in Kauf nehmen und ja, auf jeden Fall denkt dran, am 26. Oktober, Freunde, gibt's für euch eine neue Linie und neue Folge. Jawohl, und zwar Omsi Hamburg Hafen City, Freunde. Jawohl, das wird auf jeden Fall richtig lustig werden. Ich bin mal Moin. Ziemlich gespannt. Und ansonsten bin ich erstmal raus hier und wünsche euch noch einen schönen Abend und tschüss, euer Dennis.